Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem ganz wilden Projekt heute. Wir sind auf der Suche nach Jack in Roblox Stores. Meine Freunde, wir verlosen natürlich wie immer heute ein paar Robux. Wir gucken mal in die Gruppe rein. Ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass schon knapp 200 Zuschauer da sind. Ich habe den Stream ein bisschen verbaselt, Leute. Wie ihr gemerkt habt, ich war ein paar Sekündchen zu spät. Aber alles cool. Wir gucken mal rein, was wir hier so haben. Und tatsächlich 7800 Mitglieder haben wir schon. Ich muss jetzt einmal schauen, ob mein Stream läuft. Sieht gut aus. Das passt hier alles perfekt. So, ich guck mal, wie viel Robux wir auf Tasche haben. Digga, 11k ist auf jeden Fall geschmeidige Schmatzerbasis. 1,9, ja, okay. Ich lade die Gruppe, by the way. Nur mal, dass ihr auch so ein bisschen im Bilde seid. Noch mit 25.000 Robux auf demnächst. Das ist zumindest irgendwie geplant. Ja, und ansonsten... machen wir mal direkt fix and go. Also wir hauen ein paar Auszahlungen raus. Für alle, die das im Nachhinein auch sehen oder so. Leute, es gibt so eine Gruppe, Team Denome, könnt ihr hier oben einfach eingeben. Wenn hier oben so in diese Suchleiste in Gruppen einfach guckt, ne, dann seht ihr schon, ah, da ist Team Denome, die Denno Army. Wenn ihr hier drinne seid, dann müsst ihr einfach nur ein paar Tage noch warten. Dann seid ihr berechtigt für Roblox-Auszahlungen. Und ja, ich mache eigentlich immer welche. Wir machen heute die kleine Challenge. Ein Robux, ein Like gleich ein Robux am Ende des Streams für eine Person. Und vielen, vielen Dank an StumbleGuys für den ersten Superchat. 1 Euro. Dankeschön, Bruder. Dickes Küsschen. So, wir gehen rein. Die Leute, guck mal, die spammen schon alle ihre Namen rein. Ne? Miller. Wir gucken mal, was geht. Miller, die coole. Welche ist es? Mina got my heart. Ich muss mal gucken. Gibt's hier noch einen anderen? Nee. Okay, passt. Das ist gut. Dann haben wir hier Happy Birthday 76. Jo, was ist das denn hier? Scam, ey. Wäre cool, wenn du heute wirklich Geburtstag hättest. Dankeschön. Herzlich willkommen in der Familie. Kuss geht raus. So, ich muss gerade mal schauen. Happy Birthday 76. Das geht leider nicht, Bruder. Ich finde dich hier nicht. Wir haben Luftig 14. Oh, jetzt muss ich es nochmal eingeben, ne? Wir gucken mal. Passt auf jeden Fall sehr gut. Wir gucken mal. Anikorn. Wow. Oh, Junge. Es ist doch nicht normal, ey. Ich muss jetzt alle hier händisch eingeben. Anikorn, du bist neu in der Gruppe. Du musst noch ein bisschen warten, beim nächsten Mal vielleicht. Prinz Felix. Da rieche ich was. Oh, du bist nicht mal Mitglied der Gruppe, du Gauner. Du verdammter Gauner. Okay, wir gucken weiter. Was haben wir hier noch so? Mikata ist auf jeden Fall wieder dabei. Mikata, Bruder, safe. Mikata kriegt auf jeden Fall auch mal. Mikata 2000, ist das der richtige? Mikata schreibt nochmal rein. Wen haben wir noch? Laser, what the fuck? Digga, geiler Name. Digga, cool. Du bist sicher Mitglied der Gruppe, du Gauner. Mann, ey. Okay, wen haben wir hier noch so? Nail Barney. Gucken wir mal. Nali Bame, Alter. Was habe ich da denn gelesen, Leute? Das war ja gerade... Auch kein Mitglied! Alle Team Denome beitreten. Jetzt aber mal ganz schnell. Sonst wäre das hier nichts. Jan Roblox. Dessen cleaner Name. Chill Gaming. Chill Gaming. Let's go. Kein Mitglied! Ich kotz. Ich kotz ab. Ich kotz richtig ab, Mann. Ich kotz richtig ab. Reuter 22. Ich guck. Auch nicht. Warte, Roy da 22 vielleicht zusammengeschrieben? Du bist nicht. Also, Digga, hier sind aber ganz schön viele Leute jetzt nicht in der Denno-Army, ne? Was mit City Hunter? Carola, letzte Chance jetzt für dich. City Hunter, bist nicht mehr Mitglied der Gruppe, ne? Ich dreh durch! Ich dreh durch, Digga! ADAC 187. Das ist er. Auch der nicht, ne? Ey, ihr wollt mich heute trollen, Alter. Ich weiß das doch. Wer bei wem ist in Ferien, Leute? Eins in Chat. Oh, der Luki und der Luftig. Die haben beide mein Denome-Pullover. Da mache ich heute den Gönnermin. Und Shadow29Wolf02. Wir gucken mal. Shadow29Wolf02. Ist richtig geschrieben? Ja. Leider wäre das hier nichts, Bruder. Leider wäre das hier nichts. Es tut mir echt leid. Also heute... Also was ist denn da los, ey? Ryan! Ryan 9623, ne? Gut, also wir machen 100 Robux wie immer, aber
für die Leute, die meinen Pullover haben, die kann man sich in meiner Gruppe nämlich auch holen. Heute mal 250 Ehrenmänner, vielen, vielen Dank für den Support. Geht auch mal an der Stelle direkt raus, da sage ich Dankeschön. Und falls ihr so einen Pullover auch bekommen wollt, haben wollt, hier kann man ihn sich kaufen in meiner Gruppe. Wir werden bald ein paar neue, coole Sachen hinzufügen. Wir arbeiten schon dran. Ja, wir gehen jetzt Roblox Stores rein. Die Entity Jack ist heute unser Kandidat. Ich schicke nochmal den Link von der Gruppe rein, falls ihr beitreten wollt. Wir werden nochmal zwischendurch irgendwie so ein bisschen was verlosen, Leute. Und heute, jeder Like ist ein Robux für eine Person am Ende des Streams. Da werden dann wieder das Glücksrad gedreht und so weiter. Ihr kennt das vielleicht sogar schon. Ich habe die Gruppe einmal reingespammt. Dankeschön an Danny, der Bro-Gamer, für 3 Euro. Süßer Kuss auch an dich. So, wir machen Roblox an, ne? Hi, let's go. Wir gehen rein. Hi, ich gucke deine Streams. Ich freue mich. Hi, ich streame für dich. So, ich habe genug Leben. Ich bin komplett am Start. Wir gehen ein bisschen auf Sneaky-Basis rein. Leute, heute eine Runde alleine Doors. Warum? Es hieß folgendermaßen. Hört zu, Chat. Jack kann anscheinend nur auftauchen, wenn man alleine unterwegs ist. Ich habe eine weitere Info gekriegt. Hört zu, es ist zu krass. Wenn man A1000 Rooms durchspielt, die 1000 Doors, dann gibt es ein Secret-Item am Ende. Es ist anscheinend ein Scanner, mit dem man Sachen sieht in Roblox Stores, die man so sonst nicht sehen kann. Sehr interessant. Es gibt also eine neue Mission. Ich bin geneigt zu sagen, vielleicht machen wir es. Wir müssten A-Rooms 1000 gehen, zurück, Spiel durchzocken bis Finger am Ende und dann das Tablet, also diesen Scanner, in den Rift packen und den beim nächsten Mal mitnehmen. Das ist die Mission. Die könnten wir nächste Woche angehen. Es wäre ein absolut krasser Livestream und der würde auch locker 3 bis 4 Stunden dauern, aber ich mache das, denke ich, mit euch. Wir gehen jetzt erstmal rein. Wie riftet man? Am Ende Door 100 gibt es einen Rift in dem Keller. Den kann ich später mal zeigen. Wir gehen jetzt erstmal Jack finden. Was ist nach Doors Jack finden? Ja, das müssen wir sehen. Es könnte sein, dass wir ein A1000 Rooms machen. Es könnte sein. So. Ich mache jetzt erstmal den Entspannten. Wir sind drin. Ah. Es ist zu schön. Es ist zu schön. Wir packen uns mal alles ein. Ich habe 2.500 auf Tasche. Wir haben noch Booster dabei. Also alles auf ganz geschmeidiger Fetzerbasis. Alles sehr, sehr chillig. Das hier ist der Rift, Leute. Und ich sage euch eins. Diese Taschenlampe hier ist die aus den A1000 Rooms. Ihr fragt euch, was, Bro? Wie hast du die da reingekriegt? Bruder, ich bin A1000 Rooms gelaufen und habe überlebt. Und dann habe ich die Taschenlampe hier rein connected. So ein Ding nämlich. Das war schon sehr, sehr wild. So, wir müssen uns Schlüssel besorgen. Die Dietriche haben wir. Skeleton Key brauchen wir. Wir werden die Dietriche heute zum Looten nehmen. Und es ist sehr wichtig, dass wir richtig big Münzen mitnehmen, weil ich habe jetzt aktuell wieder so einen Booster auf Tasche und mit dem wollen wir natürlich ordentlich reinlooten gehen und so weiter. Ja, soll heute alles ganz geschmeidig werden. Was ist das hier? Was ist, Junge, was ist denn da passiert? Hallo? So, jetzt sind wir drin. Also, Leute, sagt mal, wie findet man Jack? Auf was müsst ihr heute achten? Ich habe gehört, roter Room ist ein Anzeichen dafür und wenn es klopft, wenn es an der Wand klopft, dann soll er auch in der Nähe sein. Wir müssen also genau drauf achten. Wenn wir klopfen hören, oder ihr, sagt mir direkt Bescheid. Ich mache heute extra Game Ticken lauter. So, dann haben wir schon mal ein bisschen mehr Lautstärke und können aufmerksam zuhören. Wenn ein Raum rot ist, dann direkt. Guck in jeden Schrank. Nee. So läuft das nicht. Jack kündigt sich durch Klopfen an. Durch seltsame Geräusche. Durch blutigen Regen. Ich bin Profi bei Jack hören. Das ist gut, dass Felix heute dabei ist. Ich brauche die Profis heute im Chat. Felix, schön, dass du da bist. Ich gehe mal hier. Da war kein Klopfen, oder? Nee, ich denke nicht.
Oh, Jack wird sehr, sehr interessant. Sehr interessant, Leute. Er ist wieder im Schrank oder vor der Tür. Ja, wir werden es sehen heute. Herzlich willkommen in der Familie an Genji 16. Kuss geht raus. Schön, dass du da bist. Danke dir für deinen Sub, Bruder. So. Wir machen weiter. Oh! Bro! Chill mal. Chill mal. Ich nehme Kruzifix heute mit für den Rift. Kruzifix für den Rift nehmen wir heute mit. So. Ich will das Kruzifix nicht verbrauchen. Ich will es heute durch den Rift bekommen. Wir können das Kruzifix ja auch im Nachhinein wieder einsammeln, denke ich zumindest. Wir werden sehen. Also haltet auch nach Kruzifix Ausschau. Es kann sein, dass wir heute zwei Runs machen. Ich werde heute zocken, bis wir Jack finden. Ich bin gespannt. So, Pro Endorse. Meinst du? Ich oder was? Oder du, Leo? Oh, schaffen wir heute 255.000 Abonnenten? Das wäre ja wieder big, ne? Oh, oh. Leute, Rush kommt. Rush kommt. Wir gehen kurz in den Schrank. Hallo, Rush! Feuerzeug an. Wir müssen cool bleiben, Leute. Ganz cool. Es ist alles in Ordnung. Wir sind Profis. Wir brauchen keine Angst haben. Es ist Wochenende und das Roblox Doors Hotel hat trotzdem noch geöffnet. So nämlich. Wir schaffen 255.000 Likes. Junge, wie krass wird das denn? Nein, Leute, das da oben sind alles Abonnenten. Also wenn ihr deabonniert oder abonniert, dann ist gut für mich oder eben nicht. Was ist das für eine Tür? Aha. Ich guck mal rein. Bisschen Gold war drin. Wir haben 285 Gold, Freunde. Sehr big. Oh, oh. Oh, oh. Warum ist Eis so nervig? Sag mal. Aua. Was macht er da vor der Tür, der Dulli? Halt! Oh Gott. Oh, oh. Oh, oh, Halt kommt. Leute, so früh. Gott. Es ist direkt da. Er ist direkt hier. Ich bin ganz woanders. Digga, wie lange? Was? Was? Er ist weg. Oh mein Gott. Das war das längste Hold-Level, was ich hatte, Mann. Heiliger. Okay, der Sound war gerade richtig wild. Ich dachte echt, er holt mich, ne? So früh. Bruder, wild. Okay, das wird eine ganz interessante Reise. Klopfen. Habt ihr es gehört? Chat. Ihr habt es gehört, oder? Da war das Klopfen. Ist der hier? Da war das Klopfen. Keiner da. War das Klopfen vielleicht aus dem Room hier? Gibt's hier einen Schrank? Welcher Schrank? Keiner da. Okay. Wir machen weiter. Das Klopfen war es schon mal nicht. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, ein bisschen zu looten, beziehungsweise den Schlüssel hier unter zu finden. Nee, der ist hier. Okay. Komisch. Komisch. Dieses Klopfen, sehr komisch. Aber Jack war es in dem Fall nicht. Wir machen auf die Tür. Grüße gehen raus an Christina Spindelberger. Hallöchen. Ich guck mal hier rein. Jack ist hier auch nicht. Ist das Blutregen? Ist es nicht, ne? Das ist ganz normaler Regen, stimmt's? Okay. Muss einmal ganz kurz sehen. Ah, die Tonlage und so weiter angucken. Okay, passt. Wir gehen weiter rein. Jack steht manchmal vor der Tür. Hoffen wir mal, dass er... Ich weiß halt nicht, was er mit uns macht, Leute. Es könnte heftigster Jumpscare kommen. Alles Mögliche. Warte mal. Unten ist wieder eine Tür. Wir gucken rein. Truhe.
Truhe mit Dietrich. Machen wir auf. Wir haben 315. Wie viel ist in so einer Truhe drin? Was? Was? Als ob! Oh mein Gott! Bro! Drei Tabletten einfach? Digga, ich zieh mir richtig rein. Mach auf. Okay, wir laufen. Das ist gut. Das ist sehr gut, Leute. Wir können schneller durch Doors kommen. 24er. Erstmal wieder Bilder tauschen. Holy moly, ey. Ich weiß ja nicht, ne? Aber das finde ich schon clean, Digga. Das finde ich schon clean. Ich guck mal. Wie weit ist jetzt der Room? Ich zieh mir nochmal Tabletten rein und wir rushen nochmal komplett durch. Moin, was geht? Ich hoffe, dir geht's gut. Mir auf jeden Fall auch, Bro. Ich habe richtig Bock auf Jack heute finden. Es wird sehr, sehr geil. Ich habe sehr Bock. Ich hoffe, Digga, du willst dir ein entspanntes Wochenende machen? Oh. Das hat jetzt erstmal nicht so viel gebracht, Leute. Wir sind safe, alles entspannt. Denkt dran, ich bin mittlerweile Profi, Freunde. Wer hat heute Roblox Stores Kawaii gesehen? Absolut geniales Video geworden mit Abaok zusammen. Ich guck rein. Jack ist hier nicht drin. Also in Darkroom soll die Wahrscheinlichkeit... Oh, chill mal. Darkroom soll die Wahrscheinlichkeit höher sein, sagen Leute. Ob das tatsächlich stimmt, weiß man nicht. Er ist doch nicht da. Er ist nicht da. Auch hier nicht. Ich kann euch nicht sagen, wie lange der Stream geht. Bitte hört auf, sowas immer zu fragen. Ich komme rein. Jeder von euch weiß, ich stream immer so lange, wie es nötig ist. So lange, wie wir Bock haben. Ne? Denno, können wir dann mit dir spielen? Ich bin mir halt nicht sicher, ob da was dran ist, dass ich nur alleine finden kann. Das ist halt die Frage, Leute. Was geht, Pro? Mario Girl, hallöchen. Schön, dass du da bist. Wer hat von euch Ferien? Eins in Chat. Oh. Jack ist nicht hier. Jack ist einfach nicht hier. Ah, die Spinne, Leute. Ah, ich hasse Spinnen. Okay, wir haben ersten Run jetzt. Es geht los. Susi Martin, danke erstmal für 1 Euro. Ich muss jetzt einmal was checken. Okay. Ich habe mal beim zweiten Sieg Jack Bloodroom bekommen. Beim zweiten Sieg. So, wir ziehen durch. Wir nehmen die Tabletten auch mit, damit wir richtig auf Dampf sind. Dann kommen wir hier nämlich absolut zu 150% durch. Okay, rechts rum. Sehr eklige Türen gewesen, Leute. Aber alles entspannt. Wir kommen easy durch. Jawohl, wir haben sogar noch Loot bekommen. Easy. Profi-Modus. So, wir gucken weiter. Also bisher alles ganz geschmeidig. Oscar, heute mit seinem ersten Superchat dabei. Dankeschön. Was ist das da vorne? Was ist das denn? Okay, ist nur ein bisschen sass gewesen. Oscar, vielen, vielen Dank für den Fünfer erstmal nochmal. Kommt gleich, Donau-Alert. Ich habe vorher schon gesehen. So, wir gehen hoch. Lichter haben geflackert. Bedeutet das was für uns? Wichtig. Wichtig. Die Taschenlampe schön benutzen. Wir müssen weiter gucken. Ah, ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir hier so einen sassen Room haben. Aber Leute, kein Problem. Wir gehen durch. Ich will unbedingt sehen, ob Jack, ne? Ob der heute irgendwie da ist. Ob da was passiert. Ich will das Mysterium lösen. Wir haben dritten Dietrich schon.
Tür auf, Lappe erstmal weg. So ist gut. Was sagt der Regen draußen? Er sagt erstmal nichts. Okay, wir gucken mal. Hier in dem Schrank ist nichts. Das kann doch nicht sein. Jack muss doch heute da sein, oder was? Können wir das Ding anleuchten? Nee, können wir nicht. No chance. Was liegt da? Der Schlüssel. Bis jetzt noch nichts Verdächtiges, was auf Jack hinweist. Wir behalten die Uhrzeit im Auge, Leute. Es ist 5 vor 1. Ganz wichtig, ganz wichtig. 5 vor 1. Oscar, auch nochmal vielen, vielen Dank für 2 Euro. Ich sehe es gerade. Dankeschön, Bro. Heute sogar schon 2. Dono gemacht. Ey, das finde ich sehr süß. Vielen, vielen Dank, Bro. Nochmal Kohle. Das war gerade ein cleaner 100er, Leute. Sehr geschmeidig. Okay. 48. Tor geöffnet. Alles auf entspannt. Okay. Ich habe immer noch keinen Blutregen gesehen. Wir sind jetzt bei Feger schon. Er ist da hinten, man hört ihn. Wie spät ist es? Es ist... Zeit, geht die voran? Wir warten mal ab, was passiert, wenn der Zeiger oben quasi die 60, wenn er rumgegangen ist, die 12 berührt hat sozusagen. Gucken wir mal, ob der größere Zeiger sich... Oh mein Gott, Oscar, danke für 10 Euro, Bro! Jo, was geht bei dir, Bruder? Hashtag Oscar auch mal in den Chat jetzt. Danke, Digi. Ey, Oscar, bitte. Nicht die Kreditkarte von Mama klauen, ne? Das ist keine gute Idee. Wir gucken rein, Leute. Scam. Einfach Scam. Absolut. Egal, wir haben noch ordentlich Kohle abgefarmt gerade. Jaden, Dankeschön für 1 Euro, Bruder. Ey, was ist denn heute los mit euch, Freunde? Gibt's hier was umsonst? Gibt's hier Robux umsonst? Wir machen auf. Oscar, wenn du Kreditkarte von der Mama klaust, ne? Da bin ich richtig sauer. Das gibt nur Stress zu Hause. Trust me, Bro. Wir bleiben unten. Wir müssen Bücher finden. Ich bin alleine. Also hier wünsche ich mir immer Community, ne? Immer. Buch Nummer Uno. Buch Nummer 2. Wir bleiben hier. Wir looten erstmal in Ruhe die Schränke. Machen erstmal alles auf ganz entspannt. Hotel-Rezeption-Style. Okay, er bewegt sich. Ich drehe hier einmal ein bisschen. Wir müssen rübergehen. Wir haben auf der Seite hier nur 2 Bücher gefunden. Das ist schlecht für uns. Sehr schlecht für uns. Wir behalten die Ressourcen bei uns. Hören wir was? Oh, Baby. Noch ein Buch. Dankeschön an Genji für 10 Euro. Genji, Bruder, ich muss mich zwar ein bisschen konzentrieren gerade, aber Bro, was denn los heute? Jetzt will ich aber auch einen Hashtag Genji in dem Chat sehen, Freunde. Oh. Ganz klar. Und Oscar! Also Oscar, Bruder. Chill. Oscar, Dankeschön, ne? Vielen, vielen Dank. Melde dich mal bitte im Chat, Bruder. Ich will wissen, wer du bist. Wenn du die Kreditkarte von Mama geklaut hast, bitte hör auf zu donaten. Es gibt riesen Ärger zu Hause sonst. Oh, oh. Oh oh. Wir müssen rüber, Leute. Wir müssen rüber. Ganz vorsichtig jetzt. Okay.
Wir nehmen Tabletten, wir müssen nach oben ziehen. Auf der anderen Seite. Oh oh. Wir bleiben hier. Das war sehr knapp mit Fingergrad. Ich gucke, ob wir den Plan entziffern können. Schaut mit rein. Wir haben Kreis 5. X2, 5-2, 5-2-5, 5-2-5-3, 5-2-5-3. Mehr haben wir erstmal nicht. 5-2-5-3-4. Mhm. Wir warten ab, bis er kommt. Wir warten ab, bis er kommt. 5-2-5-3-4, oder? Ja, definitiv. Definitiv. Bro! Genji, danke schon nochmal für 2 Euro! Tür ist offen, wir sind durch. Das war schwierig und Oscar nochmal mit dem 20er! Also so langsam, Oscar, kriege ich hier ein ganz ungutes Gefühl. Bro! Oscar, wo bist du? Oscar, wo bist du? Ich lese jetzt den Chat. Oscar, du schreibst da jetzt rein. Leute, ich finde das sus. Oscar hat sich bisher noch nicht gemeldet. Er hat nichts geschrieben. Oscar, wer bist du? Wenn jemand zu viele Donos macht, den ich nicht kenne, ist das immer ein bisschen sus. Weil es ist schon mal passiert, dass jemand die Kreditkarte von der Mama geklaut hat und dann gab es richtig Ärger. Es gab richtig Ärger. Oscar hat heimlich Geschäft als Businessmann. Oscar, nee, ne? Er hat noch nichts geschrieben. Ich habe gelesen. Wir gehen erstmal Jeff Shop. Kruzifix. Schlüssel. Hat ordentlich gekostet, Freunde. Aber egal. Freunde. Was ist hier los, ne? Frage ich mich. Oscar schreibt nicht mehr. Oh mein Gott! Was? Bro, es reicht! Hier und jetzt! Meint ihr es Hass? Meint ihr es Hass? Ich weiß nicht, Digga. Hä? Das stimmt doch was nicht! Digga, das ist doch jetzt nicht die dritte! Erzähl mir doch nichts! Oscar, Bro, wo bist du? Finden wir heute... Digga, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich habe nochmal Tabletten gefunden. Gut, gut, gut. Wir gehen weiter gucken. Ich habe keine Kohle mehr, ne? Ekelhaft. Welche Tür war das gerade? Die 55er-Door. Zu easy, Leute. Zu easy. Oscar, wir wollen nur wissen, ob wir uns da drauf einstellen müssen, dass da demnächst wieder Eltern auf mich zukommen. Weißt du, Dolo hin oder her, Bro, ich bin sehr dankbar, aber wenn du dich dazu nicht äußerst, du bringst mich in Teufelsküche, mein Bester. Wir hatten da schon schwierige Fälle. Ich würde mich freuen, wenn du nochmal irgendwie was dazu schreibst, so, dass man auch sieht, dass du ein normaler Mensch bist. Weißt du, ich meine? Meine Community interessiert sich auch so. Wer ist das? Die wollen auch wissen, wer du bist, Bruder. Primetime jetzt. Ich gehe hier rein. Jack ist immer noch nicht da. Kann man Sachen von Jeff klauen? Nein, geht nicht. Weißt du, was mit Caro ist? Die hat viel zu tun, Bro. Caro ist jetzt unsere neue Teamleitung von den Moderatoren. Was ist das für ein Room?
Der ist neu. Ist das Jacks Room? Ist das Jacks Room? Nichts mit Jack zu tun, ist alt. Sicher. Habt ihr es gehört? Da war ein Geräusch. Warum zur Hölle flackert das Licht hier? Kein Sieg. Captain Jack! Bist du da? Jack? Oscar versteckt sich im Schrank. Safe nicht. Wir gehen weiter gucken, Leute. Ganz entspannt. Wir müssen erstmal in. Also, du kannst mir doch nichts erzählen. Der muss doch auch mal hier sein, oder was? Wir können A-Rooms gehen. Machen wir aber nicht. Wir sind heute wegen Jack hier. Oh oh. Holy moly, war das Scam-Betrug. Der ist da einfach durchgesprungen. Der verdammte Gauner, ey. Ich loote alles durch, was geht, Freunde. Wir haben heute eine komische Runde. Das ist eine komische Runde jetzt bisher. Ich nehme die Kerze. Die brennt jetzt gut runter erstmal. Ist auch in Ordnung. Ich finde das nicht schlimm. Der muss doch irgendwo ein Schalter sein. Oh. Kein Schalter bisher gefunden. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Da ist er. Okay. Das ist einfach der Keller meiner Oma. Bro, wenn deine Oma da wohnt, ne? Lauf einfach. Dann lauf. It's not good, my friend. It's not good. Was ist das für ein Room? Ich check erstmal hier durch. Junge, also heute richtiger Big Loot, Alter. Das ist wirklich krass. Die Uhrzeit ist vorangeschritten, es ist 12 Uhr. Komisch, komisch, Freunde, komisch. Sehr, sehr merkwürdig. Sass, diese Uhr ist sass. Ich weiß nicht, ne? Geht die Zeit immer weiter, je weiter wir reinkommen? Was ist dann später die Endzeit, ist die Frage. Ich finde es trotzdem noch nervig, dass wir Jack nicht gefunden haben. Hab ich da gerade was gehört? Wer hat Jack schon mal in Roblox Stores gefunden? Okay. Wir sind drin. Habt ihr es gehört? Wieder ein Geräusch.
Fleisch! Scheiße, hab ich mich erschrocken. Ach du Heiliger. Junge, es gibt ihn wirklich. Er ist kein Mythos. Habt ihr das Geräusch gehört? Da war ein Geräusch, Mann. Deswegen habe ich die Schränke durchgecheckt. Alter, mir hat's gerade komplett mein Blut zugefroren, Freunde. Das war ja anders creepy. Wir haben ihn gefunden. War auch mal wichtig jetzt. War auch mal wichtig, Chat. Wichtig und richtig. Hashtag Jack. Wir haben unser Ziel heute erfüllt. Und tatsächlich, als wir alleine unterwegs waren, war es möglich. Können wir die Tür so knacken? Geht nicht. Nur mit Skeleton Key auf. Wir haben 480 Taler. Wie viel looten wir aus dem Room? 5. 105. 205. 305. 355. Bruder, also noch mehr? Junge, Run läuft krank. Run läuft krank. Ob wir zweimal Jack kriegen? Was meint ihr? Wir haben Kruzifix dabei. Was wäre passiert? Nein! Was wäre passiert, hätten wir Kruzifix gegen Jack eingesetzt? Haben wir das schon mal geprüft? Haben wir das schon mal geprüft? Geht es? Oder geht's nicht? Das wäre zu heftig, Mann. Wie der da in dem Schrank gammelt. Der ein und der 31er Clown. Ich sagte, wie es ist. Besser ist. Sehr wild. Sehr wild. Jacks Geräusch, wir müssen es doch mal analysieren später. Ich mach gleich ein Review. Ich mach gleich ein Review, okay? Wir gucken uns das gleich nochmal an. Wollen wir gleich nochmal gucken? Wir können gleich nochmal schauen, wenn ihr wollt. Ich würde das aber nach der Sieg-Sequenz machen, weil dann passiert uns nichts. Sollen wir machen? Es gab ein Geräusch. Wir können nochmal auf den Grund gehen. Okay, wir gucken gleich nochmal rein. Es müsste gehen. Susi Martin, danke schön auch dir nochmal für 2 Euro. Schön, dass du heute dabei bist. Danke, danke für deinen Support. Ey, Junge, habe ich mich erschrocken. Okay, Sieg. Passiert in diesen Rooms was? Ich glaube nicht, ne? Mehrere Türen. Wir müssen hören. Wir müssen hören. Lasst uns hören. Gleich. Wir gehen gleich an die Tür und hören, wo Tube ist. Wir können es hören. Nochmal Tabletten. Bro, wie viele Tabletten wir heute gelootet haben. Locker 7 Stück oder so. Richtig krass. Wir hören. Ruhig. Okay, war wohl die richtige Tür. Okay. Alles klar, Mann. Wir runnen rein. Tabletten rein. Durchziehen und dann gucken. Oh Gott. Das war so knapp. Oh Bro, der ist richtig nah dran. Weiter, weiter, weiter. Komm schon. Eddie, Dankeschön für 24 Euro. Der haut hier nochmal richtig einen raus. Freunde, ihr wisst, wie es läuft. Hashtag Eddie. Geht's dir besser? In den Chat. Dankeschön, Bro. Weiter, mein B-E-S-T-E-R. Ja, mir geht's etwas besser. Also, das Mittel, die Ohrentropfen helfen. Danke der Nachfrage, Bro. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
Ich habe gesehen, Corona in der Schule, Digga. Hört sich nicht gut an. So, Leute, warte. Wir gucken. Lass mich kurz sehen. Hier. Ich mach groß. Wir gucken jetzt rein. Wo ist Jack? Was ist das hier? Was ist das hier? Denome könnte hier oben einfach eine Kreditkarte von Mama klauen. Wir gehen weiter gucken. Durchgesprungen. Was ist dann? Was? Ruhig. Ruhig, Chat. Sass, diese Uhr ist sass. Ich weiß nicht, ne? Geht die Zeit immer weiter, je weiter wir rein. Okay. Wir sind drin. Habt ihr es gehört? Habt ihr das gehört? Da war ein Schrankgeräusch. Hört nochmal genau hin. Okay. Wir sind drin. Habt ihr es gehört? Da ist ein Schrank aufgegangen. Ganz kurz. Wir sind drin. Ich habe keinen Schrank geöffnet. Ich habe keine Schublade geöffnet. Aber der Schranksound kam. Guck es dir an. Ich habe diese Schublade nicht auf und zugemacht. Guck, hör genau hin. Okay. Wir sind drin. Hast gehört? Hast gehört? Ich habe nichts aufgemacht. Habt ihr es gehört? Wieder ein Geräusch. Oh, da war er! Da war er! Krass. Einfach krass. Ich finde das gut, dass man das noch mal nachgucken kann, ne? Ey, Freunde, das hör war mir das auf. Geräusch! Ja, ey, chill mal, Digga, what the hell? Also, so viel dazu. Falls ihr einen Schranksound hört, das ist einer der Anzeichen von Jack. Ich habe genau aufgepasst. Stopp. Wir hören etwas. Jupp wartet dahinter. Scheiße, hab ich mich erschrocken. Hey. So. Hab ich auch. Da liegt nochmal ordentlich Kohle, Leute. Aber ordentlich. Taschenlampe habe ich genug. Bruder, was? Ambush. Junge, was geht hier heute? Was geht hier heute? Jede Entity ist hier. Oh, Junge. Ey, ich bin gerade sehr, sehr angeschlagen im Game. Oh, Junge, Junge, Junge. Bro, chill, Alter. Ambush, Mann. Ganz wilder Typ. Ich will das Kruzifix in den Rift bringen, Leute. Unbedingt. Es sei denn, da kommt jetzt jemand. Was wäre, wenn wir das Kruzifix hier einsetzen? Geht das? Hier so an dieser Statue? Das bringt nichts, ne? Wie willst du das Kruzifix in den Rift packen, ohne Spirallampe zu verlieren? Meinst du wirklich, dass die Spirallampe worth ist, Bro? Also jetzt mal ehrlich, meinst du wirklich? Ich glaube nämlich, also Hand aufs Herz, wenn wir EA-Rooms bald gehen wollen, ist ein weiteres Kruzifix gerade fürs Endgame nicht schlecht. Wenn wir nämlich aus den A1000-Rooms raus sind, dann wollen wir das Secret-Item
den Spektraldetektor, den gibt es hier in diesem Game, bei der tausendsten Tür. Wollen wir in den Rift packen, aber dafür müssen wir alles setzen, was wir haben. Jack hört sich wie ein Pokémon an, Glutexo oder so. Bruder, Glutexo und Jack sind ja wohl ganz andere Welten. Gehen rein. Let's go. Okay, okay, weiter geht's. Kerze ist gleich weg. Hey, ich hab das Kruzifix gezündet! Chat, sag mal ehrlich jetzt, ihr habt das gesehen, oder? Ihr habt das schon gesehen, oder? Wir gucken, wir können zurückspulen. Lass glotzen, Chat, lass glotzen. Komm, wir gucken rein. Was ist genau passiert? Hier, wir gucken genau rein jetzt. Ich bin mir sehr sicher. Die Situation. Kruzifix war ausgerüstet. Kruzifix war ausgerüstet. Ich hab nicht gewechselt, im Panic oder so, gar nichts. Einfach dead. Was ist das für ein Scam? Habt ihr es gesehen? Schwierig. Schwierig. Bist vielleicht in den Schrank gegangen? Boah, das will ich nicht bestreiten, Bro. Es könnte sein. Was machen wir jetzt? Digga, machen wir den A1K jetzt, also die Road zu A1000? Was meint ihr? Digga, sollen wir? Es gibt den Spektraldetektor. Ein neues Item bei der tausendsten Tür. Wir könnten natürlich gehen. Okay, wir machen eine schnelle Runde. Ich hol paar Dudes rein. Ich muss jetzt schauen, wer Zeit hat. Mikala, du bist heute dabei. Wen haben wir noch? Eddie, Bruder, das könnte 2-3 Stunden dauern. Ich nehme dich mit rein. Bobby Gaming, du wartest schon ganz lange. Deswegen darfst du heute auch mitspielen. Ich möchte, dass ihr mir bitte die Namen einmal in Ready to Move reinhaut. Alle, die jetzt bei mir in dem Kanal drin sind. Und ich gucke einmal, ob ich euch geedit habe oder nicht. Wir machen das jetzt einmal fix. Leute, wir hauen natürlich jetzt erstmal wieder ein paar Robux raus, ne? Für die Leute, die jetzt auch noch am Start sind und so weiter. Ihr wisst ja, wie es läuft. So.
Haut mal Namen rein. Haut mal Namen rein. Leo Boss 1609. Digga, der war schnell unterwegs. Leo Boss. Oh, aber Ork-Fan, Digga. Da gebe ich einen dicken Kuss. Den haben wir hier. Zocker FR. Ja. Beide nicht mein. Ah, Leo, Alter. Da muss aber nochmal den richtigen Pullover anziehen. Ne, Bro? Juicy 009. Nehmen wir mal mit. Perfekt. Was haben wir hier noch so? Jan Cool. Jan Doppel N Cool. Floka. Geht los. Und wir haben noch X Luki Lukas. So. Vielen, vielen Dank, dass ihr am Start seid. 100 Robux für euch, meine Freunde. Und wir machen später noch weiter. So, wir gucken jetzt erstmal. Eddie habe ich, glaube ich. Und ich muss jetzt noch mal schauen. Haben wir Bobby Gaming drin? Haben wir. Mekata auch. Mekata, schreib bitte deinen Namen rein. Beim nächsten Mal bist du direkt draußen. Einfach meinen Anweisungen Folge leisten. Das hat schon seinen Grund, warum ich frage, Bruder. Mach nicht diesen, Bro. Mach nicht diesen. Schreibt deinen Namen da jetzt bitte rein. Perfekt. Weil ich muss euch für meinen Server freischalten. Deswegen. Darum geht's nämlich. So. Es wird ein wildes Ding, Leute. So, Eddie, warte mal. Eddie, der Teddy, da ist er. Und wir haben Bobby Gaming auf jeden Fall noch am Start. So, ihr könnt jetzt auf meine Server kommen. Der ist jetzt offen für euch. Kommt gerne rein. Wir treffen uns drin. Okay, Freunde, jetzt wird es wild. Denn wir sind auf der Suche nach dem Spektraldetektor. Und wir werden uns heute einmal auf jeden Fall weiter als A200 vorwagen. Ich bitte alle, die jetzt mit drin sind, wenn ihr könnt, nehmt euch Vitamine mit. Ich möchte durch das Level durchrushen. Das ist der Plan. Wir rushen jetzt durch. So, seid ihr ready? Freunde, es geht rein. Bobby ist drin, geiler Pulli. Mekata hat den VIP-Pulli und Eddie auch. Digga, wir sind eine sehr, sehr geile Troupe. Digga, ich sag, wie es ist. Was ist das hier? Warum hast du so ein komisches Abzeichen auf deinem Pullover, Bro? Was ist das denn? Trifft Jack. Gut, ich bin bereit. Lasst uns gehen. Puh, Bobby, steig ein, Bruder. Bei mir bist du noch nicht drin, Bro. Leute, der neue Energy, ne? Also trinkt sowas bitte nicht, wenn ihr zu jung seid. Aber für die Leute, die ein bisschen älter sind, ich habe den neuen von Ready bekommen. Ja, zu wild. Juneberry. Ah, geil. Okay. Nehmt alles mit, was ihr könnt. Vitamine sind Pflicht, wenn es geht. Okay, Brice. Wir werden dieses Mal die Spektrallampe mitnehmen. Und das war's. Jetzt ist der Rift weg. Freunde, ich habe ein gutes Omen dabei. Mach auf. Wir rushen durch. Wir rushen durch, Freunde. Tabletten rein und yalla. Dietrich, mach schon. Wir rushen durch, habe ich gesagt. Let's go. Wir brauchen noch genügend Dietriche, ne? Ich hoffe, wir haben. Ich hoffe, wir haben. Wir können ja später Jeff Shop noch kaufen. Wir müssen auch ein bisschen, natürlich noch looten. Aber ich würde gerne jetzt nochmal Tabletten ziehen. Und dass wir relativ schnell bis Stage 10 oder so sind. Wie viel kostet so ein Hoodie? Ich glaube 100 Robux und 150 der weiße. Oder den gibt es sogar noch in Pink. Ich finde den pinken Hoodie sogar... Also, der gelbe ist natürlich der... Oh! Oh! Wir haben Kruzifix, Freunde! Let's go! Wichtig auch mal irgendwo. Wichtig auch mal irgendwo. Stark. Sehr stark. Yes! Rein jetzt. Hier unten im Keller passiert nichts. Wir schwärmen aus. Komm. Schalter ultimativ schnell finden. Darum geht's. Ich hab ihn.
Schalter offen. Können hoch. Freunde, wir sind Elite Squad. Elite Squad. Wir gehen jetzt A1000 als Elite Squad. Wir brauchen auf jeden Fall noch gut Cash, Mann. Wir müssen nebenbei nochmal ein bisschen looten. Oh, Digga, ein 100er gefunden. Auf Schmatzerbasis. Auf ganz chillig. Gibt's hier noch was? Eventuell hier. Freunde, heute, Alter. Ganz spontaner. Möglicherweise ist der Livestream etwas länger. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade sehr Bock. Der Spektraldetektor bei Doors 1000. Das könnte zu wild werden. Das könnte der Stream sein. Wir werden uns heute aber erstmal warm machen. Ich will... Oh, oh. Ah, ich habe den Schlüssel. Auf entspannt. Okay, Leute. Wir müssen uns gleich verstecken. Hier sind noch zwei Schränke. Gut, gut, gut. Wie viele Dietriche haben wir, Jungs? Wie viele Dietriche haben wir? Ich mach mal kurz Tresor Room auf da. Du bist doch nicht zu spät, Bruder. Alles cool. Okay, Tabletten haben wir auch wieder mitgenommen. Sehr geil. Ich habe schon 220, Jungs. Alles auf entspannt. Wie viele Dietriche? Habt ihr welche? Zeig mal. Habt ihr welche, Leute? Hast du einen Dietrich? Okay, perfekt. Wir haben genug. Das ist auf jeden Fall super wichtig. So, wir gucken mal weiter. Was haben wir ja noch so? Hier muss doch irgendwo der verdammte Schlüssel liegen, oder was? Welche Tür machen wir auf? Chat, welche Tür? 15 oder 16? Ihr müsst jetzt entscheiden. 15 oder 16? 15 sagst du? Meint ihr, wir sollen vertrauen? Dennis sagt 16, Mario sagt auch 16. MGAG sagt 15, Chefkoch 15. Oh, ist geteilte Meinung. Okay, wer hat den Schlüssel von euch? Mach auf. Mach mit Schlüssel auf. Probier. Perfekt, 15 war es, Leute. Alle, die 16 gesagt haben, wir wären RIP gewesen. Lasst Bilder klauen, Jungs. Lasst Bilder klauen. Jeder ein Bild. Lasst direkt klauen. Und los. Ey, Leute, wollt ihr Bild kaufen? Wir haben heute Bilder dabei. 4 Stück. Schmeißt einfach Dono in Chat. Heute Kunstwerk von Picasso. Die Gitarre. Also die Geige, glaube ich, in dem Fall sogar. Oh, Digga, da hinten muss ich mal hin. Da ist Big Loot. Okay, Taschenlampe ist ein bisschen loaded. Ich muss auf jeden Fall die andere Taschenlampe mithaben. Die ist halt nachher wichtig für A-Rooms. Bisschen müssen wir noch laufen auf jeden Fall. Was haben wir hier? Okay, alles entspannt. Wir gehen weiter. Junge, das sieht aber auch aus, ne? Weg! Junge, die sind ja so am Durchsuchten. Okay, mach ich mal hier. Einfach durchziehen. Einfach durchziehen. Junge, du hast mein Bild verloren. Ach, sorry, Bro. Was soll ich sagen? Asiva Navat, ich habe dich noch nie im Stream gesehen, Bruder. Fragst du noch einmal nach Robux als No-Name, kriegst du von mir einen Bann, ne? Nur zur Info. Ich mag das überhaupt nicht haben, wenn irgendwelche... Rush kommen und mich hops nehmen! Leute, ich bin gestorben. Okay, ich bin dead. Aber Loot ist noch da. Krass, ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Direkt so. Karma-Schelle. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe ihn nicht gehört. Flackerndes Licht auch nicht gesehen. Okay, warte. Ich belebe mich wieder. Ich muss einmal zurück. Da, warte mal. Wo sind... ja, okay. Zum Glück ist noch alles da, Freunde. Ich habe alles wiederbekommen. Ja, tatsächlich, ich bin wieder vollzählig. Also, passiert mal, ne?
Lass uns durchziehen. Geld ist auch noch da. Habt ihr es gehört? Leute, wartet mal. Ruhig. Als wir in diesen Raum reingegangen sind, hat es gefunkelt. In diesem Raum. Ist hier ein Schlüssel? Hier hat es gefunkelt in dem Raum. War das das Ding? Kann ich mir kaum vorstellen, oder? Oh Mann, wir haben drei Türen, Leute. Alter, ist das Bruch. Das ist völlig Bruch. Okay, ja, Mann, mach gerne auf. Ich habe keine Ahnung, welche Tür. Nein, Dupe. Ich habe ihn hier gehört. Da war schon mal Dupe. Guck mal hier. Junge, hätte einer deiner Zuschauer gelootet. Liam, die Leute, die verifiziert sind, sind instruiert. Die Leute kriegen die Verifizierung ja nicht einfach so. Ich erkläre denen das natürlich auch, wenn die mal mitspielen wollen und so, dass sie ein bisschen Rücksicht nehmen müssen. Das gibt halt so Regeln, ne? Wenn man mit anderen YouTubern und Streamern aufnimmt. Weil, stellt euch mal vor, es gibt jetzt hier einen, der ist sehr ehrgeizig, finde ich auch gut. Der zieht die ganze Zeit durch, läuft immer von Level zu Level oder rennt jetzt hier rein. So wie der Eddie. Vorsichtig, Bro. Und schnappt sich halt die Kisten dann auf entspannt. Ich beschnack das vorher mit den Leuten und sag halt, ne, Freunde, wenn ihr mitspielt und so, ihr müsst natürlich bedenken, die Leute gucken euch nicht zu, sondern mir, und dann steht der Stream ein bisschen im Fokus und so, und das wissen die auch. Deswegen ziehen die auch nicht so gnadenlos durch. Also das ist schon echt sehr, sehr geschmeidig. So, lootet, was das Zeug hält, ich gehe direkt durch. Macht mal. Wir haben halt auch noch gut Doors vor uns, ne. Jetzt kommt gleich wahrscheinlich Sieg. Okay, es geht los. Und rein. Tabletten, Jungs. Und yalla. Da wird so durchgezogen jetzt. Geradeaus, geradeaus. Erste Tür, danach nochmal. Chillige Basis. Chillige Basis. Guck, Junge. Die haben Bock. Ich glaube, ich gehe einfach hier. Ah! War nicht so eine gute Idee, Jungs. Ah, lassen wir mal lieber, oder? Auei. Tat weh. Oh, ich würde halt gerne das Kruzifix wegbringen, Freunde. Machen wir jetzt echt den A1000 Room? Okay, er kommt. Ich würde halt gerne eigentlich das Kruzifix in den Rift bringen. Okay, Leute, Planänderung. Wir machen das anders. Kommt mal her, Squad. Also, ihr seid heute bei einer anderen Mission dabei. Ich werde das spontan umentscheiden. Ich finde, der A1000-Stream, der darf nicht so spontan passieren. Ich brauche dafür allerdings eine krasse Vorbereitung. Wir müssen dieses Kreuz, Junge, meine Damen und Herren, dieses Kreuz muss bis zum Ende in den Riss. Gerne darf jemand von euch versuchen, ein Kreuz auch noch in den Rift zu bringen. Wer das schafft, der darf nächstes Mal mit. Der A1000-Room-Run, der dauert 3 Stunden bestimmt. Wenn nicht sogar noch länger. In diesem Fall, nur noch mal ganz kurz, plant das natürlich bitte ein und seid dann natürlich auch im nächsten Stream dabei. Ich denke, das könnten wir Dienstag machen oder Montag. Kann ich mir zumindest vorstellen. So. Wer das von euch bekommt, würde ich davon abhängig machen, wie viel Gold ihr habt. Ich errate das nachher. Ihr müsst ehrlich sein. Ja. Und wenn ich mir unsicher bin, dann, also, wir machen das anders. Ich möchte, dass ihr einen Screenshot davon macht, später, wenn ich euch frage. Dann versuche ich das zu erraten. Dann sage ich, der am meisten hat sozusagen, also ihr dürft gleich natürlich nach Loot geiern, der am meisten dann hat sozusagen, der darf das Kruzifix mitnehmen. Ich möchte aber danach einen Screenshot sehen, nach dem Stream. Wenn ihr mich angelogen habt,
dann habt ihr eure Verifizierung verloren und dann kriegt ihr wahrscheinlich eine Woche Ban auf dem Discord. Deswegen, ich glaube nicht, dass ihr das macht. Ihr seid drei aus der absoluten Stamm-Community. Nur nochmal die Regeln bekannt geben, okay? Alright. Ja, ihr könnt es ja auch schreiben. Ihr könnt es ja auch schreiben dann später. Okay. Okay. Wir machen das aber anders, Leute. Also wir bringen heute zwei Kruzifixe weg, wenn es gut läuft. Und dann bereiten wir den Run nächste Woche vor. Wer ist dabei, Chat? Wer ist dabei? Sollen wir das auf den Freitag machen? Auf den Freitag wäre krass, oder? Nächste Woche Freitag vielleicht? Ich habe halt überlegt, ob wir... Oh, oh. Oh, oh. Flackerndes Licht. Da ist er. Sollen wir Freitag oder sollen wir Montag machen? Montag, also Montag, wenn wir so 17 Uhr, 18 Uhr am Start, würde dann wahrscheinlich bis 21 Uhr gehen. Freitag sind Ferien nächste Woche. Da könnten wir natürlich einen epischen Big Stream machen. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Und mal weg jetzt mit dir. Gauner. Freitag, ne? Ja, machen wir Freitag. Dann machen wir Freitag den ultimativen Stream. Machen wir so. Tja, Leute, ich muss natürlich auch helfen, ne? Ich loote natürlich auch mit. Ist natürlich klar. So, ich möchte die beiden weißen Pullover, die beiden DM-weißen Pullover, die VIPs, die möchte ich auf der linken Seite haben. Und du, du kommst mit mir. Alright, let's go. Wir gehen rein, Freunde. Der Fix gezündet! Yo, chill. Ich weiß nicht, warum das manchmal einfach angeht. So. Versuch bloß nicht drauf zu gehen. Bloß nicht drauf gehen. Sehr delikat. Oh. Buch ist geclaimed. Ich höre eins. Noch eins. Er kommt, er kommt, er kommt. Oh, Junge. Okay, wir gehen hoch. Die White Shirts chillen noch ein bisschen. Ah, ich höre hier ein Buch. Perfekt. Wir haben 7 Bücher, eins fehlt noch. Eins fehlt noch. Er kommt hoch. Wir treffen uns. Okay, pass auf, Bro. Du gibst gleich den Code ein, ich diktiere ihn dir, okay? Bist du ein schneller Finger? Bist du ein schneller Finger, Digga? Ja oder nein? Sag mir, ob du ein schneller Finger bist. Ja oder nein? Du musst dich entscheiden. Okay. Wir brauchen andere schnelle Finger, Leute. Bist du ein schneller Finger? Ja oder nein? Okay, auch nicht. Was mit Eddie? Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Verdammt, Mann. Wo ist Eddie, Digga? Eddie, Bro? Leute, ist der dead? Ist der dead? Ich weiß nicht, wo Eddie ist. Da ist er. Oh, Junge. Hat jemand von euch den Plan? Wer hat den Plan von euch? Okay, pass auf. Eddie, hast du schnelle Finger? Ja oder nein? Okay, pass auf, Eddie. Du gibst gleich den Code ein. Ich schau mal durch. 8. 8, 4. 8, 4... 8. Vorsicht, 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 Bro. Und Digga, der hat nur Angst vor Gott. 8, 4, 8, 2, 7. 8, 4, 8, 2, 7. 8, 4, 8, 2, 7. Du hast Zeit, Bro. Ich sag dir Bescheid. 8, 4, 8, 2, 7. Nice, Junge. Schnelle Finger. Digga, der hat die absoluten schnellen Finger. Chill, 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 chill. Eddie, chill. Bro, warum hast du jetzt das Kruzifix genommen, Bruder? Komm mal mit raus. Ich hab das eben erklärt, Bro, oder? Ich hab vorhin gesagt, wer das meiste Gold von euch hat. Und du hast das jetzt einfach genommen. Das ist jetzt ein bisschen unfair, Digga. Jetzt werde ich die anderen fragen, wie viel die haben. Und ich sag dir, Bro, also, wenn ich hier Regeln mache und du missachtest die Regeln, selbst wenn du bei uns der Discord-Moderator bist, muss ich eine Konsequenz ziehen. Das weißt du auch. Jetzt kommen die anderen beiden mal bitte in den Raum mit rein. Wie viel Gold habt ihr?
175, 125. Wie viel hast du jetzt noch übrig? Ja, okay. Eddie hat am meisten. Passt. Hast du noch mal Glück gehabt, Eddie? Natürlich wusstest du das, ne? Ja. Da hat er sich noch mal gerettet, Leute. Also ganz ehrlich. Gauner-Move. Eddie hat dreist gemacht. Anscheinend. Okay, ich nehme alles mit. Leute, let's go. Puh, ganz schön knapp. So, weiter geht's. Leute, nur noch 59 Abonnenten, dann haben wir 255.000. Wenn ihr heute dabei seid, ihr habt noch nicht abonniert und ihr sagt, ey, den kenne ich doch irgendwo, wenn ich den öfter schaue, abonniert, es ist kostenlos, es kostet nichts. Würde ich mich sehr freuen, wenn wir heute die 255.000 in dem Stream noch live hitten. Wäre sehr geil, Leute. 300.000 dieses Jahr, das wäre big. Wie lange machst du? Wir gehen jetzt bis Door 100. Wir bereiten einen ultimativen Run in Doors vor. Eddie und ich versuchen, unser Kruzifix beide zu saven in dem Riss, damit wir A1000 gehen können, damit wir den Spektraldetektor saven. Jeder kann einen mitnehmen später, Leute. Der Spektraldetektor, Bruder, das ist ein geisteskrankes Item. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ihr müsst jetzt aber erstmal schauen, dass wir weiterkommen. So, was haben wir hier? Oh, oh, Vorsicht. Ganz locker, Leute, ganz locker. Ich habe meinen Glücksbringer dabei. Aber ich darf nicht mehr sterben, Freunde. Eddie, tust du mir den Gefallen, Bro? Wenn Monster auf kritisch ist, ziehst du deinen Kruzifix dann. Wir müssten für den nächsten Run auf jeden Fall eins mit haben. Also, dass wir zwei dabei haben. Oh, es wäre halt, big, ne? Wenn jetzt zum Beispiel ein Ambush uns überrascht oder so, dass du den dann direkt faced. Okay. Wir gehen runter, Leute. Lass Keller öffnen. Digga, dieses neue Item, Freunde. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber ich glaube, es hat unermesslich viel Power. Ich bin mir nicht sicher, ich will nicht pushen, aber ich kann mir vorstellen, dass damit richtig was geht. Ich habe das halt bei einem Kollegen gesehen, der meinte, das geht zu wild. Spiele auch gerade, habe gerade Jack getroffen. Ja, Mann, wir auch vorhin. Sehr, sehr wild. Ich habe auch einen Sound gehört, auf den man dann achten muss. Ne? Wir haben immer noch nichts aktiviert, Leute. Was ist hier los? Immer noch nichts. Nichts aktiviert. Schalter gedrückt? Immer noch nicht. Jetzt wird der Schalter angezeigt. Nerv doch nicht. Broski, ohne Freund kannst du nicht joinen. Du kannst gar nicht joinen. Oh, oh. Ich habe immer meinen Server nur für Leute, die jetzt gerade auch in meiner Lobby drin sind. Also Jungs, wollt ihr mich eigentlich hops nehmen jetzt? Die habt ihr immer noch nichts. Also komm, ey. Ich gehe jetzt runter und mach das selber, Leute. Wenn man nicht alles selber macht, ha? Hashtag selber in den Chat, Freunde. Wenn man nicht alles selber macht. Geh jetzt auf die andere Seite. Bro, also was ist denn das hier mit den Schaltern jetzt? Kannst du mir doch nicht erzählen, dass der Mappen West ist oder was? Was ist das hier? Was ist das hier? Ja, jetzt ist er offen. Also das hat jetzt ein bisschen sehr lange gedauert. So, Moment mal. Gut, ich bin soweit. Okay, Freunde, seid ihr... Oh, nö, ey. Oh. Rush kommt. Rush kommt, Freunde. Puh. Was? Es flackert wieder. Wir bleiben am Bett. Wir bleiben am Bett, Leute. Chill. Ja, Bre, auch nicht schlecht. Okay, warte. Ich gucke in den Schrank. Hier war Jack vorhin.
Aber er ist nicht drin. Ich habe den Skeleton Key eingepackt. Lasst mich bitte erstmal rein. Ich will ein bisschen Gold looten. Ich habe nämlich Boost aktiv, Freunde. Ich würde das mal ganz kurz daneben mitnehmen wollen. Perfekt. So. Weiter rein, Jungs. Jetzt auf jeden Fall haben wir jetzt Lifesaver. Wir müssen links rum. Hier direkt. Wir machen nochmal, wir werden bei A1000 nächste Woche, werden wir eine geile Verlosung machen, Freunde. Die Leute, die meinen Merch-Pullover tragen, Digga, da statten wir alles zurück. Oh, jetzt müssen wir aber durchziehen. Let's go. Geradeaus, Freunde. Nochmal geradeaus. Nochmal geradeaus. Also dreimal geradeaus. Dann links, dann links. Und nochmal links. Ich hab's noch nie erlebt, dass ein ganzes Squad überlebt hat. Oh, Junge, die Arme. Haben die mir gerade wehgetan? Was ist das denn? Digi. Chill mal. Wer will ein Bild kaufen, Freunde? Wer will ein Bild kaufen? Eins in Chat. Wer will ein Bild? Ich finde, dass Rush richtig nervig ist. Ich finde es okay. Aber nachher am Ende, hast du völlig recht, Bro, wird der aggressiv nervig. Also unermesslich ätzend. Freunde, es gab flackernde Lichter. Diggi! Wie hat der denn hier gerade überrascht? Alle am Leben? Alle am Leben? Einer gestorben? Irgendeiner tot? Oh, Gott sei Dank. Junge, das ging aber ein bisschen schnell. Eddie, mach langsam, ne? Chillig. So, Schlüssel und weiter geht's. Ich biete 1 Milliarde Euro für das Bild. Was ist das hier? Oh, das ist Alpha, der Wolf. Cool. Was haben wir hier? Stray haben die auch da reingepackt. Das haben wir bei sogar auch mal durchgezockt, Leute. So ein Katzengame. Mach auf die. Wir müssen immer... Also, passt auf, Jungs. Passt auf, Jungs, 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 Jungs. Einige von euch... Zieh! Eddie! Kreuz! Jawohl! Wichtig! Wichtig! Oh! Er hat ihn in die Hölle geschickt. Er hat ihn in die Hölle geschickt. Das war wichtig. Keiner darf hier drauf gehen. Ambush ist zu gefährlich fürs ganze Team. Das war wichtig. Wir haben 2 Kruzifixe, Leute. Die Mission war, 1 wegzubringen. Auf entspannt. Eddie hat sein Kruzifix gerade geopfert, sozusagen, fürs Team. Wären nur wir beide gewesen, hätte ich auch nichts gesagt. Aber ich möchte, dass das ganze Team gewinnt. Ich habe es noch nie geschafft, mit 4 Leuten dieses Game durchzuzocken. Noch nie. Es ist halt einfach super schwer. Man muss halt super gut als Team arbeiten. Keiner darf egoistisch sein. Da hat er schnell geschaltet. Ganz wichtig. Sehr gut, sehr gut. Okay, machen weiter, Jungs. Puh. Wer hat Ambush schon wieder aus der Hölle gelassen? Chat, wer war es von euch? Fabrizio zockt, fragt, ne? Wer war es? Sag ehrlich. Chat, wer hat ihn aus der Hölle gelassen? Oh, oh. Rush kommt, Rush kommt! Was? Ach, die sind zu hart durchgezogen. Oh mein Gott. Leute, ich war noch so weit weg. Friends, ihr müsst ein bisschen chillen. Ich wurde auch gerade nach vorne gedrückt. Eddie, du hörst mich schon an, ne? Chill mal ein bisschen. Bro, ich bin gerade locker 3 Räume entfernt gewesen. Wir sind ein Team. Niemals alleine durchrennen. Jetzt gleich wird's richtig schwer, Freunde, weil wir haben ein Problem. Das Problem wird gleich sein, es gibt nur 4 Schränke und jeder der Schränke hat nur einen Platz. Das heißt, wir müssen
von Room zu Room gehen, damit keiner stirbt. Wenn wir einen Fehler machen, sind wir dead. Eddie hat die Leuchte, das ist gut. Okay, ich brauche zwei Leute mit Taschenlampe. Eddie, du bist der Typ mit der Kerze. Okay, die beiden in dem gelben Pullover. Du bist Backup-Taschenlampe. Du bist Backup, Bruder. Let's go, wir gehen rein. Leute, das schaffen wir. Pass auf. Eddie geht mit mir. Und ihr beide, ihr bleibt immer vorne im Raum. Ich gehe mit Eddie immer hinten durch. So, dann warten wir. Wenn alles cool ist, dann geht Eddie einfach und zieht durch. Wenn Eddie durchgezogen ist, sage ich euch Bescheid und wir gehen in den nächsten Room. Und ihr müsst immer an den Schränken. Gut, gut, wir machen das schon. Leute, let's go. Eddie, komm. Da hinten sind zwei Schränke. Okay, wir können durch, oder? Die Tür ist zugegangen. Er kommt, Rush kommt. Ich bin noch im ersten Room, Leute. Rush kommt. Hey! Ach, Junge, ey. Die Tür, Digga. Ihr seid zu schnell, Jungs. Ihr müsst chillen. Wer rennt denn da immer so aggressiv durch? Mein Gott. Langsam angehen. Kommt nix. Okay, mach auf, wenn du willst. Ah, falscher Room. Alright. Danke für den verschenkten Sub. Okay, Jungs. Falle ist rechts hinten. Wartet am Schrank. Trust me. Nein, Mikata! Verdammt, Mann! Oh. Scheiße, Leute. Mikata ist tot. Durchziehen. Okay, Jungs. Bleibt am Schrank. Tür ist geöffnet. Was? Bobby Gaming is dead. Ich wusste es. Ich hab nicht getrustet. Eddie lebt noch. Nein, Mann. Bobby, du kannst ihn nicht wiederbeleben, Bro. Es geht nicht. Du kannst nicht. Es geht nicht. Leute, wir haben Stage 100 geschafft. Die Hälfte vom Team ist nur noch da. Wir haben alles gegeben. Das ist genau der Punkt. Das Gewächshaus sortiert alle aus, die nicht vorsichtig sind, die nicht gut timen können. Es ist wirklich nicht einfach, mit dem ganzen Squad zu überleben. Zu zweit easy. Zu viert super schwer. Okay, Eddie. Wie machen wir es jetzt? Ich hab noch Dietriche. Wir könnten direkt in den Room hier reinsprinten und chillen. Ich glaube, das ging, oder? Bist du dafür? Das ging, oder? Ich war letztes Mal hier drin. Ich habe mich in diese Ecke genau hier reingesetzt und geduckt. Komm mal her. Wie weit kannst du gehen? Hier in die Ecke, wirklich komplett hier rein. So weit, wie es geht. Genau. Und hier, du darfst nicht weiter rausgehen. Sonst haben wir eventuell das Problem, dass er uns doch noch trifft. Ich habe einen Kruzifix dabei. Wenn er kommen sollte und er packt uns hier, ich bleibe ein Stückchen weiter vor dich sozusagen, halte ich das auf ihn direkt drauf. Ich kann halt nichts versprechen, aber es müsste eigentlich passen. Und dann können wir das Kruzifix schon mal abgeben. Das ist das Wichtigste. Okay, Leute. Let's go. Thank you.
Er ist weg. Okay, Freunde. Eddie! Nein! Wie? Warum? Wie ist er gestorben? Hä? Oh, Leute, verdammt, Alter. AFK? AFK? Oh, Eddie, Room 100 gestorben. Eddie, das Kreuz ist für dich, Bro! Wir haben's drin. Da ist es. Wichtiges Item für den 1000er Run. Eddies Name steht hier drauf. Bobby Gaming auch. Und der Mikata. Digga. Nice Loot, Bro. Wir nehmen den Loot mit. Es ist sehr ärgerlich, dass der Eddie jetzt auch noch draufgegangen ist, ne? Ich versteh's nicht. Wie ist das passiert? Ach, Dreck, ey. Okay, Jungs, ich carry die Runde jetzt. Alles cool. Chat, meint ihr, ich pack? Meint ihr, ich pack, Chat? Seine Mutter hat ihn gerufen. Ist das confirmed? Wenn ja, Respekt an Eddie. Warum? Digga, seine Mom sagt Eddie und er... Völlig egal, was er gerade spielt, er zieht direkt durch. Er zieht direkt durch. Das ist ja krass. Aber ich glaube nicht. Habt ihr es gerade gesehen? Digga, täusche ich mich oder war da gerade Feger auf chilliger Basis unterwegs? Ich check gar nichts mehr. Figa ist... Oh, nee, Digga. Nee. Ich check nicht, was der da macht. Figa hat mich letztes Mal auch gerippt, weil er sich dann entbuggt hat. Denkt nicht, das ist jetzt easygoing. Denkt es nicht. Zwei fehlen noch. Der sind das die beiden. Ich hab's. Alright. Okay, Leute, man kriegt noch einen Erfolg, wenn man das hier First Try schafft. Lass es uns probieren. Komm schon. Ah. Okay. First try, Junge. Das wird hart. Sechs. Sieben. Acht. Vier. Fünf. Erster Versuch geglückt. Richtig. Wichtig! Wichtig, der Experte-Techniker! Let's go! Let's go! Da ist der Erfolg! Ja! Ganz wichtig, Freunde! Wir haben's geschafft! Yes! Ja! Ich hab so gesweatet für den Erfolg! Yes, Mann! Unglaublich! Das war der beste Run! Also, er wäre noch besser gewesen, wenn meine Brees mit durchgekommen wären, muss ich ganz ehrlich an der Stelle sagen. Ich hab für euch das Kreuz hinterlegt, ihr habt mir den Run vorbereitet. Uff! Bobby Gaming, Eddie und Mikata, ich möchte euch nächste Woche dabei haben. Nächste Woche Freitag. Ihr seid eingekauft, Jungs. Die sind alle
Stage 95 gestorben. Stage 98, 100. Bam! Was ist der Expertentechniker für einen Erfolg? Ich bin sehr gespannt jetzt, Freunde. Wir gucken rein, wie der Erfolg gewertet wird. Digga, ich krieg einen Taui, Alter. Junge, sick. Lecker, Schmecker, Spaßentdecker, ey. 1000 Tacken, das ist eine wilde Nummer. Uff. Leute, das war, ey, sag ehrlich, ne? Das war krass geplayed. Wir gucken rein. Ich habe jetzt den Erfolg Expertentechniker. Ich zeig euch mal Erfolge, die ein bisschen, also wertvoller sind. Das hier ist so, episch, ne? So lila so. Okay, wenn wir jetzt zum Beispiel, die A1000 nehmen. Ich hatte hier einen Räumungsbefehl, Rebound. Ray, der ist es nicht. Two steps ahead. Das zum Beispiel, der geht schon so langsam ins Goldene über. Jetzt guck mal genau hin. Interconnected. Ah, okay, der ist es nicht. Dann war ich gerade ein bisschen lost. Da, Back on Track ist jetzt mittlerweile sogar schon recht, naja, also er geht vom Golden ins Blaue über. Was gibt der Expertentechniker? Der ist Gold. Also der Expertentechniker, Digi, das ist clean. Das ist clean. Schließ das Puzzle in weniger als einer Minute ab, ne? Da musst du sweaten ohne Ende, Bro. Da darfst du keinen Fehler machen. Da musst du direkt rein. Gut. Nächsten Freitag werden wir A1000 machen und das Secret Item, den Spektraldetektor, besorgen. Es ist gottlos, was das kann. Du kannst damit Sachen in Roblox Stores sehen, was du noch nicht gesehen hast. Es ist sehr, sehr wild. Ich habe halt, wir können auch noch mal was gucken. Wir machen natürlich auch noch mal kurz eine Robux-Verlosung, Leute. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich will mal ganz kurz die Erfolge sehen. Wie viel Prozent? Also guckt rein. 100 von vielen, das ist, wenn man 100 mal gestorben ist, 0,3% und so weiter. Das ist schon 0,1% der Expertentechniker. Es ist mit Abstand einer der seltensten Erfolge, die man haben kann. Selbst Back on Track ist nicht so selten. Nur einer, der A1000, ist seltener. 0,0%. Ich habe den zweitseltensten Erfolg eben gerade bekommen. Sehr, sehr wild. Dafür habe ich viele Tries gebraucht. Sehr fit muss man dafür sein, aber Leute, für euch mache ich das natürlich und ich bin sehr stolz, dass ich jetzt den Expertentechniker dabei habe. Und jetzt bleiben uns nur noch 1, 2, 3, 4 Erfolge. Und dann haben wir alle. Der nämlich, Rock Bottom After Hotel Plus, was ist das denn? Sagt mir nichts. Nun ja, Leute, wir machen Feierabend für heute. Jetzt gehen wir nochmal in die letzte Verlosung. Lasst ein Like da, wenn euch der Stream gefallen hat. Wir machen jetzt an eine Person, wir suchen uns 5 Personen raus, packen die alle ins Rad rein und einer bekommt so viele Robux, wie wir Likes bekommen. Ich starte mal den entspannten Go. Leute, ihr habt jetzt ein bisschen Zeit, also kommt. Macht mal. Alle, die in Team Denomi sind, sind dazu berechtigt, wenn ihr ein paar Tage schon drinne seid. Wir haben 652 derzeit. Scheppert nochmal Daumen nach oben und vor allem Abo. Das ist kostenlos. Scheppert es nochmal rein. Ich warte jetzt noch bis 18.36 Uhr. Bereite schon mal alles vor. Okay, Namen rein. Wir machen das so. Die letzten beiden werden nur Mitglieder. Nur Mitglieder-Chat. Die ersten drei. Wir nehmen erstmal 2 Leute aus dem allgemeinen Chat. Also egal wen.
Zwei Leute aus nur Mitglieder-Chat und den letzten nochmal aus dem Allgemein-Chat. Wir gucken. Also, wir haben hier einmal Prinz Felix. Gucken wir mal, ob das passt bei dir. Schauen wir mal rein. Kein Mitglied. 672 Robux gehen raus. Oh, das ist auf jeden Fall schon eine annehmbare Menge. Lucky 8305. Du bist tatsächlich nochmal dabei, mein Bester. Und Stefan Janka 2013. Oh, er ist zu neu. Ah, Bruder, es tut mir leid. Julika Power. Auch gar nicht Mitglied der Gruppe. Scam. Kitty Stern 11. Scam. Winnie D. 1997. QDH Lulu. Perfekt. Okay. Jetzt der Mitgliederchat, Freunde. Ich muss ja auch mal, ne, die Leute, die Mitglied sind, die muss ich ja auch mal belohnen. Ihr könnt jetzt kurz nicht schreiben, bis ich zwei neue Leute rausgesucht habe. Schmeißt rein. Schmeißt rein. Ork Wotan habe ich hier. Ah, Meister der Münze. Ein sehr treuer Abonnent. Gut. Packen wir dich mal mit rein, Kollege. Und wen haben wir noch? Mach Augen zu. Loki 3112. Loki. Perfekt. Und jetzt nochmal der allgemeine Chat, Leute. Ich mach wieder für alle auf den Bunker. Ich mach wieder für alle auf. So. Ich mach für alle auf den Bunker. Seid ihr ready? Ich trage schon mal einen Namen ein. Obwohl, das kann ich gleich machen. Kein Mitglied der Gruppe, Cornel. Das tut mir sehr leid für dich, Bruder. Luis Bubi X. Bubu XX. X. Ah, Bubi, Digga. Da darf ich mich jetzt nicht verschreiben. Nothing. Ah, du bist zu neu in der Gruppe, Bro. Beim nächsten Mal dann gerne. Wen haben wir hier? Danny Elias 8. Danny Elias 8, das hat gepasst. Also, Freunde. So. Ich trage gerade ein. Seid ihr ready? So, irgendeiner von euch bekommt 657 Robux. Die Frage ist, wer? Und wir drehen. Ready to go! Lucky 8305, herzlichen Glückwunsch. Die Robux geht an dich, mein Bester. Kuss geht raus. Schön, dass du da bist. Und Leute, er hat sogar noch den Denno-Pullover an. Absoluter Ehrenmann. Finde ich sehr, sehr nice. Und Ork Wotan, weißt du was? Weil du am Start bist und meintest, du willst dir so einen Pullover ziehen, Digga, kriegst du von mir direkt mal 99 auf Tasche. Kuss geht raus. Und weg damit. Leute, das war's für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Wir machen Sonntag weiter mit ein paar richtig spannenden Videos zu dem neuen Charakter Chef Pixter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt einfach kurz dran. Dann werdet ihr zum Stream weitergeleitet. Dann wisst ihr auch, welchen ich meine. Sonntag geht's weiter. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Es gibt morgen natürlich wieder zwei Videos und übermorgen auch. Und wir machen mit Aberorg dieses Wochenende jeden Tag eins. Also macht euch auf was gefasst. Kuss. Danke, dass ihr da wart. Denno.